Ihr Lieben, Penny dreht ein bisschen durch. Die haben jetzt nämlich eine vegane Aktionswoche gestartet am gestrigen Mittwoch. Das Video hier kommt ja heute am Donnerstag raus. Heißt also, wenn ihr das tagesaktuell schaut, dann treffen diese Angebote noch auf euch zu. Ich war natürlich schon vor Ort und zeige euch jetzt meine Highlights. Ich stelle mir schon ein paar Sachen hier rein. Penny selber hat ja unter dieser Food for Future Marke vor irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahren ihre vegane Marke gelauncht. Und seitdem kaufen sie unter dieser Marke eben bei den verschiedensten Herstellern vegane Produkte ein. Machen immer wieder Aktionswochen. Finde ich alles wirklich gut. Denn ich habe Penny mal wirklich gehasst, weil ich fand einfach, die hatten nichts. Aber jetzt, wenn man da reingeht, uiuiui. So, Highlights. Was haben wir denn jetzt in dieser Aktionswoche dabei? Wir haben hier einmal veganes Tzatziki. Auf Basis von Rapsöl und Mandelprotein, das probieren wir direkt mal. Natürlich standesgemäß mit dem Lieblingslöffel meines Sohnes. Boah. So wie man sich Tzatziki vorstellt, finde ich, schmeckt es auch schön gurkelig, aber eben auch so knoblauchig und wirklich gut. Kann ich empfehlen. Dann machen wir weiter. Hier, dieser vegane Kartoffelsalat. Kartoffelsalat mit veganer Salatcreme, sucht sich die Bezeichnung. Bin ich auch mal ein richtig großer Freund von. Der sieht, finde ich, voll ordentlich aus. Und probieren wir auch mal. Mir fast ein Ticken zu süß. Aber kein komischer Nachgeschmack. Auch schön joghurtig. Kartoffeln, klar. Wasser, Rapsöl, Gurken, Zucker, Brandbeer. Deshalb kommt wahrscheinlich die Süße zustande. Aber macht man ja teilweise beim Salat auch. Ansonsten Kräuter, Gewürze, ja. Aber auch, also finde ich nicht so geil wie den Tzatziki. Aber auf jeden Fall ultra solide. Also wenn... Gesundheit! Also Tzatziki finde ich tatsächlich 5 von 5 Philipsen. Den Kartoffelsalat würde ich so 3,5 bis 4 Philipse geben. Wobei doch, mach mal 4. Komm, ich bin halt positiv. Mach mal 4. So, dann etwas. Also ich habe, wichtig, ich habe noch mehr als das, was ich jetzt gerade habe. Kommen gleich noch einige Sachen. Deshalb lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Was ich auch habe, sind diese pikanten Snackbites. Snackbites pikant auf Basis von Pflanzenprotein. Zum Snacken, vor allem von Salaten. Die kann man anbraten. Oder auch, und das finde ich richtig gut, zum Kaltverzehr geeignet. Was da drin? Kann gerade selber lesen, anhalten. So, und jetzt machen wir den Bums mal auf. Also es riecht fast nach nichts, ist ein bisschen säuerlich. Das schmeckt so ein bisschen frikadellenartig, aber nur im entferntesten Sinne. Aber 17,4 Gramm Protein auf 100, das stark ist. Schmeckt tatsächlich gut. Ja, es ist so eine Mischung aus Frikadelle und Chicken. Aber geschmacklich, ja, ganz leicht so typischer Frikadellengeschmack irgendwie. Würde ich mir tatsächlich auch nochmal kaufen und es wegsnacken. 4 von 5. Ich muss eigentlich, nee, ich komme nicht mehr nett. 4 von 5, finde ich gut. So, dann etwas, was ein alter Bekannter ist. Denn ihr werdet jetzt denken, guck mal hier, vegane Grillspieße. Das ist ja nice. Ich kann euch sagen, die brauche ich gar nicht zu probieren, dass die nice sind. Denn die kommen von Ponnert, der Ponnert GmbH. Das ist eine Metzgerei. Und die wiederum beliefern eben auch Aldi. Und das sind dieselben Spieße, die es bei Aldi gibt. Also es ist von demselben, ne, derselben Firma, wo man die herbezieht. Und die feiere ich ja ultra. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt auch gerade bei Penny gibt. Und wenn ihr mal jetzt gerade vielleicht auch draußen grillt und noch was zum Grillen sucht vegan, probiert die ja aus. Die schmecken so, wie sie sind, fantastisch. Ihr müsst damit nichts machen, außer auf den Grill hauen oder halt in der Pfanne braten. Richtig geile Sachen, wirklich. Also die feiere ich ultra. So, was habe ich denn noch hier für leckere Sachen? Machen wir mal hier, das ist, da bin ich wirklich, werde nämlich jetzt gleich auch ein paar Sachen zubereiten und die in die Pfanne werfen, denn ich habe hier einmal ein veganes Pfeffersteak, 10,6 als Proteinquelle, naja, ist hier zum Beispiel, diese Snackbites haben 16, also fast, ne, also 2 oder mehr, und jetzt bin ich hier, das ist ja ein veganes Pfeffersteak. Ja, ich glaube halt, das ist wieder so typisch, also das habe ich ja schon mal bei einem anderen Video bemängelt, dass es so eine Hack, einfach nur Hackfleischoptik ist und eben nicht dieses steakige, faserige. Das hauen wir jetzt gleich in die Pfanne, genau wie folgendes, damit ich das einmal in einem Abwasch machen kann. Wir haben hier nämlich auch vegane Schwabchichi, die wiederum aus Sojamehl zum Großteil sind und Weizenmehl und Weizenmilch und Wasser. Und die wiederum, bin ich mal gespannt auf den Geruch, weil ich finde, teilweise riechen vegane Ersatzprodukte oder Alternativprodukte echt schon fies. Aber auch, also es wird immer besser, die werden entsprechend natürlich besser entwickelt. Aber manchmal schreckt mich schon der Geruch ab. Ich will ja hier für euch auch durchtesten. Ja, richtig dezent, finde ich gut. So sieht das Ding aus.
Und das werde ich jetzt gleich mal mit dem Pfeffersteak in die Pfanne hauen. Und dann habe ich noch ein paar schöne Sachen für euch, die ich euch gleich zeige. Aber erstmal bereiten wir die zu und dann tasten wir das. So, wenn das Ganze gerade in der Pfanne vor sich hin brutzelt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, kurz ein bisschen Werbung zu machen für meinen Partner Koro. Da könnt ihr nämlich auch sparen, indem ihr verschiedenste Lebensmittel in super Qualität einfach in so großen Mengen kauft. Wenn ihr zum Beispiel in der Wohngemeinschaft seid oder eine große Familie habt, ne, dann könnt ihr ordentlich große Mengen kaufen. Und wenn ihr da einkaufen und sparen wollt, mit meinem Code, den ich euch gerade eingeblendet habe, Philipp Steuer, spart ihr auf euren Einkauf 5%. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt. Schaut mal bei Koro vorbei und Pfanne brutzelt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Aber in der Zwischenzeit zeige ich euch noch was anderes. Das vegane Cordon Bleu. Das ist von der Firma Fosco oder Vosco. Ich glaube, die haben auch eine bekannte andere Cordon Bleu Marke auf dem Markt. Finde jetzt nichts direkt dazu, aber auf jeden Fall ist, glaube auch, dass da entsprechend, dass man es auch schon wahrscheinlich unter einer anderen Brand kennt. Das hier ist auf Basis von Reis und da ist auch so ein Fake veganer Schinken und veganer Käse drin. Bin ich sehr gespannt. Apropos Käse, dazu passen, das finde ich auch richtig geil. Diese veganen Sticks im Cheese Style, von welcher Marke sind die? Ich glaube, das könnten auch ganz gut die sein von Lidl, weiß ich nicht. Aber beide Sachen kann ich ebenfalls gleichzeitig zubereiten in der Heißluftfritteuse. Und genau das mache ich jetzt. Dann tasten wir die gleich auch heute, die große Taste-Folge. So ihr Lieben, ich habe fertig. Ich habe alle Sachen, die ich zubereiten wollte, einmal zubereitet. Und jetzt gehen wir die mal geschmackstechnisch durch. Ich probiere das Ganze einfach ohne Dip, ohne irgendwie alles, um einfach da rauszufinden entsprechend, wie schmeckt es denn? Ohne alles. So, das hier ist, komm, ich mach's mal richtig zivilisiert mit einer Gabel heute. Wir haben hier einmal dieses Pfeffersteak. Ihr erinnert euch, ich bin sehr gespannt. Genau, es ist halt wie eine plattgedrückte Frikadelle und schmeckt süßlich. Ein wenig pfeffrig. Würde ich so 2,5 von 5 geben. Jetzt kann ich mal in die Hand nehmen, unser veganes Cordon Bleu. Man sieht es hier oben schon, hier kommt schon dieser vegane Käse raus. Schneiden wir das mal auf, weil das ist ja eigentlich das Typische für Cordon Bleu. Ich hoffe, man sieht es. Hier entsprechend kommt der Käse schon raus. Hier ist auch so ein Schinkending drin. Also der Käse ist sehr neutral. Der Schinken sehr fest. Ich habe natürlich schon ewig kein Cordon Bleu, kein tierisches Cordon Bleu mehr gegessen, aber das, was ich damals so im Kopf hatte, hat mich irgendwie glücklicher gemacht, als das auch eher so eine 2,5 von 5. So, dann haben wir jetzt hier unsere Stickies. Die probieren wir mal. Dabei ist auch noch so ein Dip, den man noch warm machen kann. Aber grundsätzlich schmecken die, also die Kruste ist super gut. Und was ich auch gut finde, hier ist so diese, es sind halt echt so Mozzarella-Stick-mäßig. Typisch gut. 4 von 5. Und dann haben wir hier noch die Schwab-Chichi. Die sind ja auch eher so hackmäßig. Im Vergleich zum Pfeffersteak und zum Cordon Bleu finde ich die am besten. Ist aber jetzt auch nicht mehr meine Welt. Also ich habe ganz am Anfang recht viele so Alternativprodukte gegessen. Mittlerweile habe ich diese ganzen Sachen so ein bisschen reduziert, weil alles für mich so ein bisschen ähnlich schmeckt. Aber die sind auf jeden Fall so eine 3 von 5. Wenn ich sogar 3,5 von 5. Finde ich in Ordnung. Von daher, also Gewinner ganz klar die Cheese Sticks und der Rest ist so, kann man mal probieren, auf eigene Gefahr, testet euch da mal durch. Muss auf jeden Fall auf der Basis dessen, was ich schon so alles mal gegessen habe, jetzt nichts, wo ich sagen würde, krasses Produkt müsst ihr hin. Im Gegensatz zu halt ne, den Grillspießen hier, die sind auf jeden Fall 5 von 5, probiert die aus. So, was habe ich denn noch für euch? Jetzt hole ich direkt mal frisch raus, denn guckt mal, ich habe, das gibt es auch in 2 Sorten aktuell. Nämlich einmal veganes Eis, Vanille und Schoko. Ich habe mich für Vanille entschieden. Besteht aus Wasser, Hafersirup, Kokosfettzucker, also all die guten Sachen. Ne, tatsächlich kein, es kann Spuren von Soja enthalten, aber auch wieder kein Soja-Eis. Also es ist ja wirklich, ne, es gibt ja daraus ein paar Leute, die eine Soja-Allergie haben. Also hier entsprechend, an die wird hier gedacht. Macht einen guten Eindruck. Richtig so Bourbon-Vanille-mäßig, ne? Mit gemahlener Bourbon-Vanille-Schoten. Also das schmeckt wirklich, richtig gut. Ich habe zuletzt so ein Cremissimo. Also das hält auf jeden Fall mehr. Das ist auch eine 5 von 5, wirklich. Was mit den Produkten, die ihr gesehen habt? Fandet ihr denn super? Habt ihr vielleicht selbst schon welche davon probiert? Wenn ja, Meinungen, wie immer, dazu in die Kommentare. Bin gespannt.
Also, ne, trotzdem, ich finde den Anfang, dass sie diese Auswahl jetzt vergrößern, richtig gut. Kartoffelsalat gut, Tzatziki fand ich gut. Also, waren wirklich Highlights und ein paar Lowlights dabei. Bin auf eure Meinung gespannt. Neben mir gibt es noch zwei weitere Einkaufsvideos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und meinen Kanal kostenlos abonnieren, um in Zukunft nichts mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann und tschüss!